Ey, die Tiere werden aber immer krasser, die wir hier haben. Das haben hier ja, auf einmal wirklich. Bären. Schau die mal. Mich auch vertan. Also, bitteschön. Und hier, bitteschön. Und der Bär, der guckt mich aber ganz schön intensiv an. Hey Leute, was geht? Wir René hier mit... Papa Donny, was geht, Leute? Und wir sind immer noch in Liftopia, oder wieder in Liftopia. Liftopia, genau. Und wenn ich mir hier diese Ansicht so anschaue, dann merke ich auch, warum wir das sind. Weil das sieht ja schon echt schön aus. Du hast hier ein neues Haus gekauft, Papa Donny. Und ja, genau. Das war eine gute Wahl. Vor allem, wir haben hier ein echt schönes Plätzchen bekommen, direkt am Wasser mit einer schönen Aussicht. Genau. Und ich habe mir gedacht, ein neues Haus mit einem eigenen Aquarium, das muss schon sein. Das weil wir beim letzten Mal zu dem Aquarium waren, das hat mich einfach so wirklich... fasziniert ja. Und begeistert, weil ich mir dachte, so, jetzt brauchen wir ein Haus mit einem Aquarium. Da braucht man einfach ein eigenes Zuhause und vor allem nicht nur einfach ein normales Aquarium, sondern einfach die Wand von dem Haus ist ein Aquarium. Ja. Wie krass genau. Ist das bitte? Ja. Und sowas gibt's echt nur in Liftopia, also das ist wirklich unfassbar cool. Also das muss es auf jeden Fall noch in Adopt Me geben, so eine Wand aus Aquarium. Einfach genau. Mit Fischen als Wand. Das ist schon cool. Und das einfach bei dem kompletten Haus, wenn man sich hier immer so anschaut. Glaube genau, hier, also hier ist noch ein Garten oder so eine Dachterrasse. Boah, so eine Dachterrasse. Boah, die ist ja cool. Sieht schick aus. Ja. Und wie gesagt, direkt das Wasser vor der Tür. Also. Und schau mal, das Kinderzimmer ist direkt hier nebenan. Ja. Und hat sogar auch eine richtig gute Aussicht. So, da bin ich auch. Aber nee, warte, ich komm mal. Und ich habe einen eigenen Fernseher in meinem Haus. So, jetzt gucke ich ein bisschen Fernsehen. Genau. So, an, aus. Ja, cool, guck mal. Guck mal nach draußen. Hallo. Hallo. So, ich will jetzt meine Privatsphäre. Wobei das ist bei dem Haus ein bisschen schwierig, weil hier ist wirklich alles entweder aus Aquarium oder aus das. Ja, genau. Boah, wenn man hier hochkommt, geh mal noch eine Stufe höher, genau. Geh mal raus in den Garten. Zum blauen, hier ist das Badezimmer. Erstmal Hände waschen. Genau, wenn du jetzt nochmal hochkommst, rausgehst, schau mal hoch. Ja. Und versuch mal hier hoch zu springen. Ja. Und jetzt schau mal links runter, da ist die Treppe. Das ist ja sogar frei, das Haus. Oh, dann darf es aber nicht regnen in Liftopia, weil dann haben wir ein Problem. Dann wird es ziemlich nass bei uns. Aber bisher ist sehr, sehr gutes Wetter. Ah, das ist Dings da. Ups, okay, ist gut, einfach vertan. Alles offen. Ich versuche mal jetzt hier runter zu springen. Wir müssen uns erst immer noch das Haus in Ruhe anschauen. Also das ist richtig cool, muss ich sagen. Aber ich frage mich auch, oh, hier ist noch ein Arbeitszimmer und ein Bett. Oh, eine schöne Aussicht. Also das Haus, das war echt eine gute Idee. Aber wenn ich mir das so anschaue, das Aquarium, von mir ist das XXL-Aquarium, dann sehen wir schon ein paar Fische, ein paar verschiedene Fische vor allem. Aber ich habe mich auch immer gefragt, was gibt es überhaupt generell in Liftopia für Tiere? Hast du da schon so verschiedene Tiere gesehen? Ja, ich habe mich auch ein bisschen informiert. Es gibt auch einen neuen Zoo hier in Liftopia. Den können wir auch gleich mal besuchen, wenn du magst. Zoo? Okay, da sind wir auf jeden Fall richtig, wenn ich Tiere sehen will, weil... Genau. So hat halt alle Tiere. Da müssen wir dann auf jeden Fall hin. Also, ui, jetzt bin ich hier. Oh. Ah, hier ist auch noch ein Keller. Und einfach ein Privatkino. Boah. Das sehe ich erst jetzt. Ich habe mir gedacht, so, wo bin ich jetzt hier? Und dann auf einmal sehe ich diesen riesen Fernseher. Das ist ja kein Fernseher mehr, das ist eine riesen Leinwand. Ja, so, dann machen wir den jetzt mal ein bisschen an. Wobei, wir wollten ja eigentlich gerade in den Zoo. Dann müssen wir. Ja, stimmt, genau. Fernsehen können wir auch noch heute Abend gucken. Und heute Abend gibt es dann aber auf jeden Fall Kinoabend. So sieht's aus. Okay, dann gehen wir mal vor die Tür. Genau, und dann? So, ich pack mal mein Auto aus. Genau, heute darfst du mal fahren. Ja, das ist das Praktische in Liftopia. Da muss man nicht erwachsen sein, um Auto fahren zu können. Ich muss auch ein bisschen aufpassen. Hier darf jeder fahren. Ups. Oder wohl, soll ich vielleicht doch die Fahrt übernehmen? Nein. Das klappt schon gut. Das klappt schon. Der lässt sich aber auch schwierig steuern. Warum habe ich mir den überhaupt geholt? Der sah zwar cool aus, aber der ist echt schon... ein bisschen... Schwierig zu lenken, ne? Ein bisschen sperrig. Da war mein Sportwagen ein bisschen angenehmer zu fahren, aber... Genau, und dann musst du gleich hier halten und stopp. Genau hier. Okay. Und dann da müssen wir in den Bus einsteigen. Ah, dann bringt der Bus uns dahin. Okay, dann steigen wir mal ein. Genau, und rein. Und da sind wir schon. Und da ist auch schon der Topia-Zoo. Oh, hier kann man sogar arbeiten als Zoowärter. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Ja, richtig cool, ja. Ja, also erstmal will ich alle Tiere als Besucher sehen, aber ich glaube, hier im Zoo zu arbeiten, das wäre auch echt ein Traumjob. Das glaube ich auch. Schau mal, hier ist schon eine Karte. Hier sind Pandas. Okay, Pandas will ich auf jeden Fall sehen. Sollen wir mal hier so entlang gehen? Ja, ich will auf jeden Fall alles einmal sehen. Okay, hier sind Zebras. Kann ich hier reinspringen? Ich will die eigentlich streicheln, aber das nicht. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber schau mal, du kannst sie füttern. Ah, stimmt. Schau mal. So, Tiere, kommt alle zu mir. Ey, das ist ja wirklich wie in einem richtigen Zoo. Das ist echt cool.
Das ist richtig cool. Guck mal, die Zebras schicken uns Herzchen, weil die sich so freuen. Das war dem, was wir essen gegeben haben. Aber wir müssen natürlich allen was geben. Das ist natürlich ein bisschen unfair, wenn jetzt nur manche was kriegen. So, möchte das da hinten auch essen? Nee. Hallo, eins hat sich jetzt schlafen gelegt. Hier? Oh, die legen sich jetzt alle schlafen. Die sind alle ein bisschen müde. Ja, boah, richtig cool. Also das macht richtig Spaß, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Und wir gehen mal weiter. Oh, und hier sind Giraffen. Ja, Giraffen sind... Also Zebras sind schon mega cool, aber Giraffen sind vielleicht sogar noch ein bisschen cooler. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt da zum Essen kommen, weil ich halte das natürlich relativ tief. Aber die kommen dazu. Boah. Oh Gott, ich will die. Von mir so riesen Hälser, wirklich, das ist so cool. Boah, ich bin jetzt aber noch gespannt, was es sonst noch so gibt. Hier ist Leoparden. Oh mein Gott! Da müssen wir. Okay, hier können wir denen auch was zu essen geben? Die Leoparden müssen wir auch füttern. Die kann man auch füttern. ich kann das so reinwerfen, aber. Oh mein Gott! Oh wirklich, das kann man echt noch reinwerfen. Bisher haben die. Ja, die sind ja auch. Also ich möchte unten ungern in ein Gehege mit Leoparden fallen. Ich will da rein. Wobei. Nein, bleib hier. Ich will da aber rein, ich will nicht streicheln. Aber. Nein. Ich glaube, die wollen nicht gestreichelt werden. Dann muss ich hier als Zoowärter anfangen, dann kann ich die streicheln. Genau, dann darfst du das, aber. Als Gast nicht. Ey, die Tiere werden aber immer krasser, die wir hier haben. Jetzt haben wir hier auf einmal Bären. Schau mal. Die will ich auch futtern. Also, bitteschön. Und hier, bitteschön. Oh, der Bär, der guckt mich aber ganz schön intensiv an. Okay, jetzt geht er wieder weg. Boah, das ist ja... Oh, was ist denn da? Tiger. Rechts gibt es Tiger. Lass uns zu den Tigern gehen. Ja, da gehen wir auch mal hin. Oh, die sind aber auch... Da ist es, glaube ich, auch... Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut, dass hier so eine Trennwand ist. Ja, das aber auf jeden Fall. Die kriegen natürlich auch was zu essen. Jeder soll was zu essen. Natürlich, ja. Also hier kann man wirklich alles machen, oder? Das ist ja unfassbar gut. Vor allem, ich bin auch gespannt. Ich meine, das waren ja schon sehr viele krasse Tiere. Aber was kommt da sonst noch so? Oh, hier sind auch noch Löwen. Ja, stimmt eigentlich. Wenn es Tiger und Leoparden gibt, dann muss es auch Löwen geben. Löwen sind auch cool. Ja, stimmt, genau. Wenn es Leoparden und Tiger gibt und auch Giraffen und alles, dann muss es auch Löwen geben. Und die hinten, die fütter ich auch mal. Ja, stimmt. Die sollen natürlich alle was kriegen. Auch nur, das ist ja nur fair. So, hier kommen wir leider auch nicht über das Geländer, aber ist, glaube ich, auch besser so. Wobei die Löwen, die freuen sich gerade, dass sie was von uns zu essen bekommen haben. Das ist schon mal gut. Okay, den haben wir auch was zu essen gegeben. Eigentlich arbeiten wir hier praktisch schon so viel, wie wir hier füttern. Ja, genau. Eigentlich müssten wir auch Geld dafür verdienen. Für das, was wir gerade so machen. So, wir gehen mal weiter. Oh, Gorillas, oh, schau mal, was die hier machen so. Ja, die schlagen sich so auf die Brust. Ja. Boah, okay, also cool. Und für die gibt's hier Bananen. Für die gibt's Bananen. Hätte eigentlich auch gerne eine Banane, aber die sind, glaube ich, nur zum Füttern da. Ja. Hier müssen wir jetzt aber richtig viel Bananen reinschmeißen, weil Gorillas, die brauchen ganz schön viel zum Essen, glaube ich. Ja, glaube ich auch, weil die ja auch so groß sind, ne? Aber guck mal, die geben uns jetzt alle Herzen, das heißt, die freuen sich alle. Ja, oh das ist schön. Und die sind, ich glaube, Hirsche. Ja. Okay, die kriegen wieder Grünzeug, jetzt kommen die sogar zu uns, glaube ich, oder? Genau, hallo? Ja, die kommen jetzt zu uns. Ja, das finde ich eigentlich noch viel cooler, wenn man das dann nicht so reinschmeißt, sondern direkt da geben kann. So, jetzt ja, genau, das finde ich auch schön. Das sollen alle Hirsche einmal zu mir kommen. So, und dann helfe ich dir einmal, dass alle Hirsche zu dir kommen sollen. So, und oh ja, da sieht man schon drei Hirsche hier bei uns. Oh Leute, das ist wirklich cool. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet und welche Tiere ihr gerne füttern würdet. Oh, jetzt bin ich hier aus Versehen ins Wasser gesprungen. Hier kann man sogar rein. Da will ich schnell wieder raus. Ich weiß nicht, was da im Wasser ist. Bin wieder raus. Nicht, dass da jetzt auf einmal ein Fisch rumschwimmt oder ein Hai, der mich isst. Ich kletter mal hier oben drauf. Ich muss mir das hier nochmal von ganz oben anschauen. Okay, also der Zoo, das ist schon echt... Und wie ist die Aussicht da oben? Die ist schon echt traumhaft, muss ich sagen. Also wir haben noch nicht alles gesehen. Hier ist, glaube ich, noch der Parkplatz für die Leute, die mit Auto herfahren. Und da drüben ist in der Mitte noch was. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Aber der Zoo, der ist schon krass. Also ich muss ehrlich sagen, ich liebe Adopt Me City über alles, aber so ein Zoo, der hat da irgendwie immer gefehlt. Weil man hat natürlich einen Zoo in seiner Tasche, wenn man viele Pets hat, aber so ein Zoo mit so ganz besonderen Tieren, der ist schon schön. Mhm. Und einen Gorilla gibt es bisher noch nicht in Adopt Me. Stimmt, genau. Gibt es ja noch keine Haustiere als Gorilla. Der fehlt vielleicht noch. Ja. Aber weißt du, was mich jetzt noch interessiert? Was es noch so für Tiere gibt? Sollen wir weitergehen? Ja, ich bin auch mal gespannt, ob es noch dunkel. Andere Tiere gibt. Es wird noch dunkel, aber ich glaube, der hat noch geöffnet, der Zoo, weil die Tiere, die bleiben ja auch, wenn es dunkel ist.
ein Panda-Haus. Oh, vielleicht können wir ein Panda auf den Arm nehmen. Das Panda-Haus, das haben wir komplett vergessen. Das gibt's ja auch. Hier gibt's ja auch Pandas. Okay, jetzt bin ich gespannt. Oh, die dürfen wir bestimmt streicheln. Ey, die können hier einfach in so einem Pool schwimmen. Wie cool ist das denn? Und vor allem, man kann hier rein. Oh mein Gott. Und schau mal, ich habe einen Panda im Arm. Oh, wie süß ist der denn? Ey, wie krass. Baby René, komm mal her. Ja, ich habe auch einen. Okay, das ist. Oh, echt, wie süß, du hast auch einen. Das ist echt das absolute Highlight, muss ich sagen. Ja. Was kann ich jetzt mit dem machen? Kann ich hier schaukeln gehen? Ja, ich kann einfach mit einem Panda auf dem Arm schaukeln gehen in Liftopia. Oh, richtig cool. Oh, wir überschlagen uns gleich. Oh, jetzt schaukel ich. Schau mal, wie er hier hängt. Oh, man kann sich überschlagen. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen zu wild gerade hier. Oh, das ist so witzig hier. Das ist so cool. Das kann man nicht sonst noch so mit dem machen. Oh, ich kann mir noch was zu essen geben. Ich glaube, da freut er sich. Ja, und hier am Schaukeln ist er auch. Guck mal. So. Das sieht so süß aus, wirklich. Vor allem, guck mal, hier sind auch ein paar Pandas am Schlafen. Ah ja, aber die lassen wir schlafen. Genau, die lassen wir schlafen. Ich würde auch sagen, ich bringe meinen Panda mal zum Schlafen. Der hat jetzt fertig gegessen. Das sieht zwar mega süß aus, wie der hier gerade am Essen ist. Aber den legen wir mal schlafen, weil der muss ja auch irgendwann schlafen. Genau. So, der geht jetzt auch schlafen. So. Oh. Jetzt haben wir alle fünf Pandas am Schlafen. Ja, das ist schön. Also ich muss echt sagen, jetzt so. Oh, hier ist ja auch noch ein Panda. Den habe ich gar nicht gesehen. Der spielt hier gerade ein bisschen. Hier auch? Der rollt sich hier gerade so ein bisschen rum. Ja. Ja, die können wir noch ein bisschen spielen lassen. Das ist ja echt schön. Okay, und ich würde sagen, wir können zum Abschluss nochmal in dem Shop vorbeischauen. Ich glaube, hier oben ist unser Souvenirshop. Ja, genau. Und schauen wir mal, was da so gibt. Ja. Ah, okay, hier sind auf jeden Fall Einkaufsorten. Teddybären, Kuchen. Genau, Teddybären, Milch. Hier ist was zu essen. Apfel, also ganz viel zu essen vor allem, das ist natürlich auch praktisch, weil das darf natürlich auch nicht fehlen, weil wir haben jetzt viel Essen gehabt für die Tiere, aber noch kein Essen für uns und das muss natürlich auch sein. So, ich habe mir jetzt alles mal eingesteckt, hier ist gerade kein Kassierer, ich hoffe, das ist okay, wenn wir jetzt hier das alles einfach wegessen, aber wird schon passen. Oh, schau mal, was ich noch gefunden habe. Wenn du mal müde wirst, dann kannst du auch nicht mehr rein. Ja, praktisch, dann würde ich sagen, dann lasse ich mich jetzt von dir noch so ein bisschen durch den Zoo schieben. Genau, während du schön am Essen bist. Genau, das finde ich ist eine gute Aufteilung. Ich bin am Essen und du schiebst mich durch den Zoo. Okay, ich würde sagen, dann bring mich noch einmal zu den... Was will ich denn sonst noch so sehen? Dann bring mich noch einmal zu den Bären. Zu den Bären, okay. Ja, und... So, wir machen jetzt auf den Weg zu den Bären. Leute, ihr könnt ja schon mal gerne in die Kommentare schreiben, welches Tier fandet ihr am besten von diesem Zoo? Und vor allem findet ihr Liftopia auch so cool wie wir? Also unsere Meinung ist, glaube ich, relativ klar, wie cool wir das finden inzwischen. Ja, genau. Und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch weiterhin Videos sehen wollt, wo wir in Liftopia uns so ein bisschen alles anschauen. Oh, wir müssen jetzt hier einmal anhalten. Wir müssen noch einmal Eis essen. Das muss auch noch sein. Eis. Ich wusste, dass das kommt. Natürlich. So, jetzt kann es weitergehen. Also, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch weiterhin Liftopia sehen wollt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau. Ciao.